Da ist er wieder. So, wo waren wir denn? Schisse, hä? Das wird hier gemacht. Ja. Das ist das, wo ich nicht hin will. Das ist das. Das heißt, wir gehen jetzt da hoch zum Pfeil tatsächlich. Oder da runter. Jo, einmal wieder durch dieses Fleischfressergebiet hier. Da lang. Dann hier rum. Okay, da muss ich regelmäßig nachgucken. Dem dicken Strich folgen. Hier muss ich dann ich glaube da hoch, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss hier lang. Okay. Ja, und dann hier hoch, genau. Das? Gegenstandswert Anpassung. Wow, ich bin Stufe 11, aber ich habe auf Stufe 10 runtergemacht. Wow. Oh, hallo hier. Hier hoch und dann müsste ich schon da sein. Gegner scheinen hier keine zu kommen. Wow. Sag mal, wurde mir nicht gesagt, ich habe hier einen Partner? Wo ist denn der? Hier, Gefährten.
Hä, wo ist ein T7 hin? Padawan sein, der meine Leute abschlachtet. Eure fehlgeleiteten Angriffe ändern nichts. Eure Zeit ist abgelaufen. Komm, scheiß drauf. Das ist also euer Gesicht. Jetzt weiß ich, warum ihr eine Kapuze tragt, Bendel. Orges Geschmack bei Padawanen ist schwach geworden. So wie er selbst. Ihr habt meinen Schüler Kalef exekutiert. Ich kann seinen Tod an euch spüren. Ich habe ihn über Jahre hinweg trainiert. Er war ein guter Mann. Ein Mann mit Prinzipien. Seid ihr stolz auf euch? Ja. Ohne jeden Zweifel. Ihr seid wirklich verdorben. Doch die Gerechtigkeit wird kommen. Jeder sogenannte Jedi auf Tython wird sterben. Das ist ein Versprechen. Okay, euer gesamter Orden ist schwach. Ihr habt nichts getan, um den Fortschritt des Imperiums zu stoppen. Ich habe die Neuigkeiten über euren Sieg im Krieg gar nicht mitbekommen. Ich kann die Sith nicht besiegen, solange die Jedi nicht wieder erstarkt sind. Eure Leute schwächen die Macht durch eure bloße Existenz. Genießt euren kleinen Sieg. Es wird euer letzter gewesen sein. Diese Konversation einfach nur geil. War's das jetzt schon? Lol. Okay. Wenn's das schon war. Hier wird mir nichts mehr angezeigt. Gut. Nee, und das färbt sich rot. Gut. Ja, ich muss da hoch. Also im Grunde einmal hier runter und... Nee, ich muss da lang. Genau, in die Richtung muss ich. So. Alter, ich bin bei... Ah! Okay, das war's. Medicenter. Wo bin ich? Wow. Bin ich ja voll weit gekommen.
Ui. Das war ja eine geile Fähigkeit. Ich sollte vielleicht mal die wieder hier runter erst mal holen. Und einfach der gelben Linie folgen, Gott. Gut. Na komm, fass ein. So, hallo? Jetzt. Ich habe den Energieschild abgeschaltet. Irgendwelche Neuigkeiten zur Mission von Meister Orgus? Nein. Meine Mutter hat während eurer Abwesenheit ihren Frieden gefunden. Ich bin jetzt Matriarchin. Ihr müsst das alles nicht allein bewältigen. Wer sagt, dass Jedi gefühllos sind, der irrt sich. Bevor er gegangen ist, hat mir Meister Orgus Folgendes gesagt. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Er glaubt, dass unser Wesen weiterlebt und sich mit der Macht verbindet, wenn wir sterben. Ich hoffe, das stimmt. Matriarchin, Fleischräuber sind durch unsere Verteidigungslinien gebrochen. Sie haben etwas mit unseren Getreidefeldern gemacht. Sie haben seltsame Maschinen aufgestellt. Als ein Späher sich einer von ihnen genähert hat, ist er krank zusammengebrochen. Er ist dann von dem Gerät weggekrochen und es geht ihm besser, aber da draußen sind immer noch viele von diesen Maschinen. Ja. Sagt euren Leuten, dass sie von den Feldern fernbleiben sollen. Ich zerstöre diese Dinger. Seid vorsichtig. Wenn die Maschinen zu stark sind, bringt euch in Sicherheit. Geht jetzt schnell zu den Feldern. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Hier lang. Jo, 1 von 3. Ich habe es noch selber zusammengeklappt hier. Ach, oh. Da hat jemand anderes auch die Quest machen müssen. Ja. Erledigt. Das war mal ein leichtes. Ja. Ich habe die Maschinen zerstört, die euer Getreide vergiftet haben. Ich habe gesehen, was ihr da draußen erlitten habt. Das war nicht nur Tapferkeit.
Das war Heldenmut. Seit ihr herkamt, habt ihr fortwährend euer Leben riskiert, um uns zu retten. Warum riskiert ihr immer wieder euer Leben für Leute, die ihr kaum kennt? Ihr seid das Risiko wert. Ich? Ihr kennt mich doch nicht mal. Das hier. Merkt ihr nicht, dass ich immer wieder zu euch zurückkehre? Das ist nicht nur meine Pflicht. Ich scheine im Moment nur noch Pflichten zu haben. Als Matriarchin muss man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Das gilt doch auch für Jedi, oder? Regeln sind für Diener und Sklaven. Aber ich dachte, die Jedi dürften nicht. Ich meine, solltet ihr das tun? Ah, ja. Moment, will ich einfach nur euch. Und ich will euch. Was war das denn für ein Kuss? 5 Meter Luftspiel dazwischen. Ich sorge dafür, dass uns niemand stört. Wenn wir noch länger zusammenbleiben, wird mein Volk sich Gedanken machen. Und ich will keinen Ärger mit eurem Meister. Okay. Es wird keinen Ärger geben. Ihr bringt das Beste in mir zum Vorschein. Hier, das ist etwas für die Zeit, wenn wir getrennt sind. Meine Leute suchen sicher schon nach mir. Ich sehe euch hoffentlich bald wieder. Die ist sehr gelassen gerade. Kann es sein, dass wir da gerade so ein bisschen Schnickschnack gemacht haben? Gut. Die Fleischräuberbasis ist endlich erledigt. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe über Holo mit eurem alten Padawan gesprochen. Er tut das alles, um die Sith auszuschalten. Dann ist er selbst kein Sith. Gut. Ich muss zu ihm und ihn zur Vernunft bringen. In der Kommandobasis der Fleischräuber habe ich die Koordinaten für eine Reihe geheimer Lager gefunden. Zu viele, um nur Jedi-Meister auszusenden. Ein Lager befindet sich in den Ruinen von Oberkalett. Die Patrouille, gegen die du schon gekämpft hast, war hier stationiert. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Sache zu Ende zu bringen. Ja. Wieso die Kräfte ausdünnen, um alle Lager gleichzeitig anzugreifen? Wenn wir nur auf ein paar losgehen, könnten die Fleischräuber die anderen warnen und sich neu sammeln. Sei vorsichtig in den Ruinen. Wir haben sie noch nicht alle erforscht. Kontaktiere mich, wenn du die Mission erfüllt hast. Möge die Macht mit dir sein. Ja. Oh. Okay, was ist denn das jetzt überhaupt für eine Robe? Wurfschutz des Schülers, des Züchtigers. Okay. Ich muss jetzt dort hin und das heißt, ich kann auch gleich diese Questreihe mitmachen. Gut. Aber ich hätte auch gern ein besseres Schwert, muss ich ehrlich sein. Muss nicht mal ein Lichtschwert sein, Hauptsache jetzt, was mehr Damage macht. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Hier, komm, ich verkaufe dir ein bisschen was. So, was kostet mich jetzt eigentlich die nächste Erweiterung?
20.000. Ja, Picarajico. Sollte man hinbekommen. Und ich hole mir jetzt mal nicht meine zwei Mini-Begleiter, denn ab und an sind die halt doch ein bisschen störend. Ich muss hier ein paar von denen da wegmachen. Schon mal 6 von 15. Den Endor dann noch. So, das haben wir abgeschlossen. Scheiße. War das jetzt richtig, dass ich hier die so einfach weggebounced habe? Das ist dann aber unterirdisch. Muss ich das verstehen, wenn das unterirdisch ist? Warum wird mir das dann da oben angezeigt? Alter, was machst du hier? Hau mal ab! Oh, was war das denn? Ah, wieder hier so ein Geschenk. Schön. Hüter, Hüter, Hüter. Dahinter muss ich. Dann gehen wir auch dahin. Dann gehen wir doch auch dahin. Oh.
was gibt's? Artefaktfragment. Okay. Ich verstehe das mit diesem Dings hier noch nicht. Setze die taitrianische Suche außer Gefecht und scanne sie. Was machen wir dann auf dem Rückweg? Edlen Bervia Kallen Tog Keret. Atenger Kellet Wiesel Nigans. Meister Orges hat mich geschickt, um die Fleischräuber zurückzuschlagen. Os des Hadjot Akik Nekaneve. Estavolab Meg Mindig Uge. Ose Gisazos Homaleban. Berega Mosdu, Latlan Felit, Gegob es Elenga Agium. Mächtig oder nicht, außer mir kommt sonst niemand. Is as Allah Sonne, Parton as Allah, zu Kissal. Huch, ist der jetzt eins mit der Macht geworden? Okay. Da bin ich mal gespannt. Ich dachte, die werden stärker. Ne, der hat das Lichtschwert. Ich will erst die anderen hier machen, also die 8 von 10 noch voll kriegen. So. Jetzt kann man zu dem Dulli mit dem Lichtschwert gehen. Heilen. So. Das Fleischräuberlager ist unschädlich gemacht, Meister. Aber es waren lauter Machtanwender. Sie haben einen Jedi namens Laota getötet. Seine Leiche liegt in den Ruinen. Was soll ich tun? Wir bergen unseren Gefallenen später. Ich habe gerade ein Notsignal von der Twi'lek-Siedlung erhalten. Sie haben Bengal Moor gesehen. Unsere Leute sind auf die geheimen Lager verteilt. Wir sind die einzigen, die sich darum kümmern können. Ich bin auf dem Weg zur Siedlung.
Wir treffen uns dort. Okay, lootmäßig gab es jetzt nichts mehr. Schade eigentlich. Scanfehler. Okay, also das da oben müsste dann sogar aktiv sein, wenn ich da in der Nähe bin. Außer Gefecht. Okay, muss ich jetzt ernsthaft so eine... Ach, da ist ein Sucher. Schau mal an. Zwei noch. Mal den. So. So, ja, einmal da hoch, weil ich eh gleich woanders fliegen muss. Chakulkadu Magi, Tahus Hagua Upa. Oi, grani tampio dume donki. Wata botenya nucha nubota. Kitita nimni tanuv. Kapola kupi de opra. Anquas nimna matasunri. Wonka tuske uwana wa. Zuzaneko higa da noila. Tucha nanga e ma chai. Ich habe noch nie von diesen Machtkriegen gehört. Chobod i kafu anchawa. Chopting wampala hagua doi biska. Grula woskakwa bobana. Chichawa una chichitua.
Vifa Karibu Utachuba Naganga. Krishpa Doe Kankin Kunke Gupa Do Bataji Moa Tima. Wie soll es jetzt weitergehen? Pikai Ianakuzu Nana Natu Pachunki Gokola Ko Panate Yakna Punyo Blasto Wonki Ti Ato Konchi. Okay. Kasu Yali Koira Toika Pakio Topa. Mach ich. Oh, neue Schüchen. Na, Ausdauer minus 1, aber der Rest ist nice. Blaster kann ich nicht gebrauchen. Das wird jetzt direkt verkauft hier. So. Oh. So, dahin. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Meister Orgus hat auf euren Notruf reagiert. Ich sollte ihn hier treffen. Was ist passiert? Nichts. Wir haben keinen Notruf abgesendet. Seit ihr fortgegangen seid, war alles ruhig. Ich habe Meister Orgus nicht gesehen oder gesprochen. Ja. Meister Orgus hätte hier vor mir eintreffen sollen. Ich bin sicher, das ist ein Missverständnis. Euer Meister wird bestimmt auftauchen. Bleibt eine Weile hier. Ich fühle mich sicherer, wenn ihr da seid. Okay. Schluss damit. Was macht ihr? Zur Seite, Matriarchin. Es war nicht genug, den Meister des Jungen auszuliefern. Der Padawan muss sterben. Ich habe euch gesagt, dass ihr ihn in Ruhe lassen müsst. Das war die Abmachung. Bengelmor hat eure Bedingungen abgelehnt. Wir müssen unser Volk retten. Was ist mit meinem Meister? Wo ist Bengelmor? Bengelmor ist zu mir gekommen. Er sagte, er würde die Angriffe der Fleischräuber beenden, wenn wir ihm euren Meister ausliefern. Er wollte, dass wir auch euch umbringen. Aber ich sagte nein. Ich sagte ihm, wir würden euch hier behalten. Bitte, Morind, tut ihm nichts. Wenn wir nicht tun, was uns befohlen wurde, wird Bengelmor uns alle töten. Ah ja, ihr wollt niemanden verletzen. Ihr wollt friedlich fortgehen. Ich will niemanden verletzen. Wir sollten friedlich fortgehen. Ja, so ist es besser. Hier, vielleicht könnt ihr das hier gebrauchen. Wir haben keine Verwendung dafür. Die hat eine schöne Hautfarbe, das Rot. Also, das war ein schrecklicher Fehler. So sollte es nicht ablaufen. Ich hätte euch gerettet. Uns alle. Ja. Je fester ihr mich bei euch haltet, desto weniger Kontrolle habt ihr. Ich habe schon so viel verloren. Ich will nicht auch noch euch verlieren. Bengelmor hat Orgus an einen Ort gebracht, den man die Schmiede nennt. Aktiviert euren Druiden, er könnte wissen, wo sie zu finden sind. In meinem Herzen wollte ich euch nie verraten. Naja. Bitte, vergebt mir. Ich verzeihe euch nicht, was ihr getan habt. Aber ich verstehe es. Das tut mir alles schrecklich leid. Sagt mir, wie ich das wieder gut machen kann. Nein. Ja. Lernt aus eurem Fehler. Büßt euer Leben lang für das, was ihr getan habt. Ich werde diese Chance nutzen. Das verspreche ich.
Mein Volk muss erfahren, was passiert ist. Am besten erzähle ich es ihnen. Ich hoffe, ihr findet euren Meister. Was mit dem Druiden? Lol. Jetzt steht der wie... Okay. Bangalmore hat meinen Meister an einen Ort gebracht, den man die Schmiede nennt. Weißt du, wo das ist? Okay. Ich bin Aphir-PO, Jedi-Archivar. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Übertrage alles, was du über die Schmiede weißt, auf meinen Droiden T7. Dieser Bereich gilt als höchst gefährlich. Darf ich fragen, wozu Sie diese Daten benötigen? Ja. Fleischräuber haben Meister Orgus gefangen genommen und dorthin gebracht. Bei den Sternen! Was für ein schrecklicher Zeitpunkt! Die Tempelmeister sind alle mit dem Kampf gegen die Fleischräuber beschäftigt. Ich werde sie auf der Stelle alarmieren, aber sie werden Ihnen vielleicht nicht helfen können. Übertrage jetzt die Daten. Yo, sorry, was ist was? Naja, der ist ein Ticken besser. Wer weiß. So, wo müssen wir hin? Dahin. Also wieder dahin fliegen. Ne, ich fliege vorher zum Jedi-Tempel. Denn ich will. Ich bin jetzt Stufe 12. Ich will jetzt mal neue Fähigkeiten haben hier. Das brauche ich nicht mehr. Dafür kommt das wieder dahin. Weil das können wir auch dahin ballern. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Habe ich ja eigentlich nichts. Würde mir das überhaupt hier was bringen? Nee. Eine Menge zu lernen geben bei dem. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Nein! Nein! Wir können jederzeit zusammen üben. So. Wir können jederzeit zusammen üben.
Wie? Der Gebrauch des Lichtschwerts. Ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Stufe 20. Wir können jederzeit zusammen üben. Muss ich da zu dem anderen Ding zurück? Weil das war Stufe 20. Ich muss erstmal hier raus. Das Stufe 20 ist. Dann müsste doch rein theoretisch das hier oben immer noch Stufe 10 sein. Das müsste ich mir holen können. Gehen wir mal gucken. Was? Ach so. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Ach ja, ja. Bei dem müsste ich das jetzt zur Holken für Stufe 10. Ne, bei dem. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, nein, der talentiert ist. Hä, wo ist denn das für Stufe 10 bitte schön hin? Hä? Wir können jederzeit zusammen. Ich verstehe das jetzt nicht so richtig. Nee. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wo das hin ist. Gut, aber das war's für heute mit dem Stream. Ich werde den Stream jetzt hier beenden, denn ja, ich muss noch was futtern. Womitopi. Und ja, morgen früh gibt es einen guten Morgen-Stream. Morgen Nachmittag gibt es auch wieder einen Stream. Ich denke mal, da ist dann Minecraft wieder mal dran. Ansonsten, Star Wars kommt dann am Mittwoch wieder. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen oder übermorgen zum nächsten Stream. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Montagabend.